Der Boxeraufstand. Peking, 20. Juni 1900. Mitglieder der chinesischen Geheimorganisation Schutzverband für Gerechtigkeit und Eintracht ermorden den deutschen Gesandten in Peking, Clemens Freiherr von Ketteler. Ziel der Anhänger des in Europa als Boxer bezeichneten Geheimbundes ist es, alle Fremden in China zu bekämpfen und zu vertreiben. Ihr Protest richtet sich gegen die von den ausländischen Mächten erzwungenen Landverpachtungen und Betriebskonzessionen. Auch die Kaiserin-Witwe Zhu Xi unterstützt die fremdenfeindliche Haltung der Boxer. Um ihre Interessen in China zu sichern, bilden Russland, Japan, Großbritannien, Frankreich und das Deutsche Reich am 14. August 1900 ein internationales Expeditionskorps. Es schlägt den Aufstand blutig nieder.